Ja, und jetzt kommen wir auch schon zu unserem letzten Projekt von dem Wochenende. Und zwar das Projekt Fübar mit? Mit Tobias, Felix, Frederik und Marc. Und Marco und Yuki waren Mentor und Mentoren dieses Teams. Viel Spaß. Fragt euch. Ich bin tot. Ja. Fübar bedeutet, wie ihr schon seht, eine verallgemeinerte Übersicht aller Bikesharing-Anbieter. Das Problem, was ihr wahrscheinlich auch alle kennt, ist, dass es sehr viele Bikesharing-Anbieter gibt, aber für jeden einzelnen Bikesharing-Anbieter gibt es ein Fahrrad, nicht einfach, natürlich auch, aber eine App, die man extra downloaden muss und sich registrieren muss. Und man will nicht immer bei jeder Fahrrad, wenn man das mal schnell braucht, überall nachgucken, wo das nächste Fahrrad ist. Dadurch haben wir ein, die Lösung erklärt. So, dafür haben wir eine Lösung gesucht und als erstes müssen wir natürlich mal die Daten von den verschiedenen Bikesharing-Anbietern bekommen und das ist bei den meisten sehr gut möglich über eine sogenannte API, das ist eine Schnittstelle, welche halt einfach in der Software von denen verankert ist und wir können dann von unserer Software aus auf diese Schnittstelle zugreifen und bereiten eine eigene Schnittstelle vor, mit der man alle gesammelt bekommen kann. Und am Ende haben wir dann eine Progressive App Web App, welche die Position der nächsten Fahrräder ganz einfach zusammenfasst. Und wir können somit ohne Probleme auf dem Handy oder auch auf dem Laptop, wenn wir meinen, uns das anschauen, wo die sind. Jetzt stellt sich natürlich die Frage des Wies. Wir haben als erstes natürlich unsere Third-Party-APIs, also ob die jetzt von Nextbike, Callabike oder was auch immer ist, macht da keinen Unterschied. Die fließen alle in unseren Server, der in Python Flask geschrieben ist, ein. Darunter ist dann ein Open-API-Interface, das heißt, jeder Mensch, der zum Beispiel jetzt eine Windows-, iOS-App oder was auch immer daraus machen möchte, kann das gerne machen. Wir haben eine gut dokumentierte API im Gegensatz zu den Anbietern und wir haben unten drunter natürlich unseren Standard-Client, der als PWA mit OpenStreetMap funktioniert. So, natürlich auch so eine Software. So eine Software zu bauen, da lernt man natürlich auch was dabei und deswegen sind wir hier. Als erstes haben wir gelernt, dass sehr viele Anbieter sehr oft auf den Markt kommen und auch wieder gehen. So zum Beispiel haben wir Dokumentation von APIs gefunden, dessen Anbieter schon länger nicht mehr existiert haben, weil die halt irgendwie nur wenige Wochen ihre Fahrräder rumstehen hatten und dann nicht mehr. Und dann haben wir festgestellt, an der Küste von Somalia stehen tatsächlich keine Bike-Sharing-Räder. Und jetzt noch so ein paar Sachen, die man vielleicht, wenn man selber sowas machen würde, mitnehmen sollte. Als erstes benennt eure API-Antwortparameter ordentlich. Da hatten wir jetzt zum Beispiel das Beispiel, dass in einer API gab es DistX. Damit war es allerdings nicht Distanz auf X-Ebene gemeint, sondern vielmehr die Längenbreite, der Längengrad. Und das war etwas verwirrend. Und generell, alle APIs sind unterschiedlich qualitativ. Es gibt welche, wo man super einfach angeben kann, wo man ist, dann den Radius angeben kann, wie viele man maximal haben will und alles bekommt, was man braucht. Dann gibt es welche, wo man lange nach irgendwelchen Codes von der Stadt suchen muss und dann diese wieder an eine andere Schnittstelle übergeben muss, damit man am Ende überhaupt ja das Ganze hat, was man braucht. Und wenn ihr irgendwas entwickelt, zum Beispiel einen Webserver, dann, wenn ihr eine Statusmeldung ausgibt, gibt die nicht als Error aus. So sieht das Ganze dann aus. Das heißt, wir haben hier eine schöne Karte. Wir haben hier die einzelnen Marker. Und diese Marker sind halt einfach die Räder in der Umgebung.
je nachdem, welche Farbe, sind die natürlich von einem anderen Anbieter. Hier selber sehen wir uns. Und jetzt sehen wir hier zum Beispiel ein Fahrrad. Wir sehen, das befindet sich nicht in einer festen Station, sondern steht da einfach. Und das wird von dem Anbieter Mobike angegeben. Sind wir auch mal hingegangen. Und da war's. So, wir haben jetzt eine kleine Demo vorbereitet. Da muss die Maus hin. Ach, falsche Richtung. So, und jetzt sieht man das Ganze, wenn wir jetzt auf die Seite gehen, werden wir als erstes gefragt, ob die Seite auf unseren Standort zugreifen darf. Da sagen wir natürlich ja, wir möchten das. Und dann lädt die Seite, das kann natürlich je nach Zeit immer ein bisschen dauern, weil die ganzen Fahrräder erst geholt werden müssen. Jetzt sehen wir hier, können wir einfach auf der Karte lang gehen, sehen jetzt hier zum Beispiel ein Fahrrad und sehen, das ist in dem Fall von Fortpass Bike angegeben. Hier oben können wir jetzt auch suchen, das heißt, wir können jetzt San Francisco zum Beispiel suchen, klicken wir auf Suche, lädt das Ganze wieder. Und dann haben wir hier auch Fahrräder. Ach so. Jetzt müssen wir wieder gucken, dass wir wieder in die PowerPoint kommen. Ja. Danke für eure Aufmerksamkeit. Der gesamte Code liegt im Jugendhack GitHub. Es ist alles schön mit CI-System und allem hinterher gemacht. Es ist gut dokumentiert. Also wir sind besser als die API-Anbieter.